Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch 4 BookTube-Geheimtipps vorstellen, wobei ich glaube, die 4 Kanäle sind gar nicht wirkliche Geheimtipps mehr, aber ich schaue die unglaublich gerne, habe einige schon ein bisschen länger abonniert, andere ja noch gar nicht so lange und merke aber immer, wenn in der Abo-Liste da was auftaucht, dass ich mich da immer super, super drüber freue und ich möchte euch die 4 Kanäle heute vorstellen. Es gab jetzt schon länger kein BookTube-Geheimtipps-Video mehr. Ich glaube, das letzte war ja so Anfang, Mitte 2019 und ich fand, es wurde jetzt auch einfach mal wieder Zeit, ja frische Kanäle vorzustellen und euch so ein bisschen zu zeigen, wem ich gerne schaue. Wer dieses Format von mir so ein bisschen kennt, der weiß, dass ich zu Beginn immer ein bisschen was erzähle über den Kanal und sich dann der Kanal sozusagen selbst vorstellen darf mit einem Videobeitrag. Und ich denke, wir starten jetzt einfach mit dem ersten Kanal. Der erste Kanal ist von Maike und Anja und das sind die Book Friends Forever. Die Mädels rocken den Laden. Das muss ich echt so sagen. Ich schaue ihre Videos super, super gerne. Nicht unbedingt, weil wir immer den gleichen Lesegeschmack haben. So ab und an finde ich da so eine Perle bei den beiden. Ich mag es aber einfach, wie beide miteinander ihren Content produzieren. Die sind lustig, unterhaltsam. Man merkt, dass die sich super verstehen, dass die sympathisch sich gegenseitig finden. Natürlich, sonst wären sie ja keine Freundinnen. Und ich finde, die sind so auf einer Wellenlänge und ich schaue da unglaublich gerne zu. Man hat eben das Gefühl, dadurch, dass da 2 Leute hinter der Kamera sitzen, dass man eben selbst irgendwie mit beim Kaffeeklatsch sitzt. Und ich finde, diese Atmosphäre macht mir immer großen, großen Spaß. Ich finde es mega, dass sie es miteinander so viele Videos drehen. Natürlich gibt es auch immer mal Einzelvideos, aber diese Kombination aus beiden finde ich einfach super. Ich finde auch beide privat super sympathisch und habe mit beiden auch schon Bücher gelesen und fand auch den Austausch hier immer richtig, richtig schön. Ich mag sowieso gemeinsames Lesen und ja, das macht hier natürlich auch ganz viel Spaß. Ich habe auch schon den ein oder anderen Buchtipp bekommen und bin da super dankbar drüber und freue mich da auf jeden Fall auf weitere Videos und natürlich vielleicht auch noch den ein oder anderen gemeinsamen Austausch zu einem Buch, was wir dann zusammen lesen. Und jetzt dürfen sich die beiden vorstellen. Hallo! Schöne Grüße an alle Zuschauer von Steffis Kanal. Mhm. Wir sind Anja und Maike von Bookfriends Forever. Genau. Sind ein Best-Friends-Duo und haben richtig Lust, über Bücher zu erzählen. Und das tun wir auch auf unserem Kanal. Genau, uns gibt es jetzt schon seit 3 Jahren. Mhm. Und ja, wir machen eigentlich alles, was alle anderen auch machen. Genau. Rund um Bücher, Lesenmonate, mhm. Want to Read, Neuzugänge. Neuzugänge, Maikes Lieblingskategorie. Wir sprechen aber allerdings auch über Bücher, die wir beide gelesen haben, mhm. und tauschen uns dann in speziellen Videos dazu aus. Genau. Das macht unseren Zuschauern immer ganz viel Freude. Genau. Privat sind wir beide Mamas und arbeiten auch zusammen noch auf der gleichen Arbeitsstätte sozusagen. Genau. Genau. Und wir machen auch ab und zu mal ein paar Vlogs. Wenn man denn dann wieder rumreisen darf, machen wir das auch. Ja, wir sind beide schon etwas älter. Mhm. Also ich werde 40, Anja ist schon weit über 40. Bin 42. Ja, deswegen, wir decken eher so den älteren Part vom BookTube, glauben genau. wir mal ab. Sagen wir mal so. Genau. Aber das muss ja auch geben. Mhm. Und was lesen wir? Ja, genau. Genremäßig ist, glaube ich, bei uns so gut wie alles vertreten, ja. würde ich jetzt mal sagen. Ja, also schon weit gefächert auf jeden Fall. Lesen manchmal dieselben Bücher, wir lesen aber auch manchmal ganz andere Bücher. Also ich lese eigentlich alles sehr gerne vom Roman bis zu historischem Roman, Thriller, Krimi, aber auch New Adult, mhm. kommt auch mal vor und ja, bin da sehr breit aufgestellt. Genau, ich lese sehr gerne Romane und die dürfen auch gerne mal so in die Tiefe gehen und dramatisch sein und eine traurige Thematik haben, da stehe ich irgendwie drauf. Ich lese aber auch sehr gerne Jugendbücher, wenn die eine Thematik haben, die mich total packt, bin ich da auch auf jeden Fall dabei. Es darf auch mein Liebesroman sein, auf jeden Fall. Thriller lese ich auch, aber es ist nur so phasenweise, lese ich eher wenig momentan, deshalb guckt sie schon so. Ja, Fantasy lese ich auch ja. ab und zu mal, ist im Moment aber irgendwie auch weniger, aber es kommt absolut vor. Kommt also vor. Genau. Es ist eigentlich so gut wie alles dabei. Ich würde sagen, außer Horror, genau. eigentlich alles. Mal Mangas haben wir jetzt auch nicht. Ja, genau. Aber ja. sonst sind wir sehr breit aufgestellt. Also ich finde, bei uns kann jeder irgendwas ja. finden.
Auf jeden Fall. Genau. Und dann wünschen wir euch noch ganz viel Spaß auf Steffis Kanal und schaut gerne vorbei. Das freuen wir uns. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns besuchen kommt auf unserem Kanal. Ist immer sehr nett bei uns. Es gibt immer was zum Lachen. Ja, das stimmt. Okay, bis dann. Tschüss. Die liebe Tanja vom Kanal Miss Drunken Cherry Bücherstapel, schwieriger Name, habe ich noch vor gar nicht allzu langer Zeit entdeckt, habe aber dann tatsächlich ganz, ganz viele Videos auch rückwirkend mir angesehen und bin einfach fasziniert, wie Tanja spricht, wie Tanja Gedanken zu Büchern ausspricht, welche Worte sie findet, welche Gedanken, auf was sie beim Lesen auch einen Fokus setzt, worauf sie achtet. Ich finde das total faszinierend und ich finde es immer richtig schön, wenn man auch so ähnliche Bücher liest, dass man dadurch eben auch einfach andere Aspekte beim Lesen nochmal so in sich aufnimmt und sagt, ah, okay, den und den Aspekt habe ich jetzt gar nicht gesehen, aber nimm mich mal mit als Zuschauer und beim nächsten Buch achtet man tatsächlich auch ein bisschen mehr darauf. Ich mag ihre Tipps in Sachen Liebesroman, das finde ich richtig schön, das ist so ein bisschen auch ihr Steckenpferd. Und wenn ich irgendwie auf der Suche bin nach guten Liebesromanen, da gehört sie definitiv zu einem der wenigen Booktubern, wo ich sage, okay, da kann ich drauf vertrauen. Es ist auch schon so mancher Buchtipp bei mir eingezogen. Natürlich liest sie auch nur so ein bisschen andere Dinge, aber ich glaube, so der Liebesroman-Fokus ist hier definitiv gegeben und ich mag auch einfach, wie sie spricht, wie sie ja so rüberkommen, mit was für einer angenehmen Stimme sie das macht, mit welchen Worten. Und ich finde es auch schön, dass sie so ein bisschen quatscht, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Ich mag das unglaublich gerne. Und ja, Tanja stellt sich jetzt natürlich auch vor. Hallo ihr Hübschen, ich bin Tanja vom Kanal Miss Drunken Cherries Bücherstapel. Liebe Steffi, vielen Dank, dass ich bei deinem Video dabei sein darf. Ich habe mich richtig gefreut, dass du mich gefragt hast. Am besten stelle ich mich deinen Zuschauern einfach mal ein bisschen näher vor. Ich bin 34, ich wohne in der Nähe von Berlin und in meinem näheren Umfeld liest einfach niemand. Und so habe ich schon vor ein paar Jahren angefangen, Booktube regelrecht zu suchten. Und es keimte dann auch ziemlich schnell in mir der Wunsch, selber einen Booktube-Kanal zu haben. Aber bis ich mich dann getraut habe, war es noch ein langer, langer Weg. Vor ein paar Monaten war es dann endlich soweit und ich bin total froh, dass ich diesen Sprung gewagt habe, denn es macht richtig viel Spaß. Ich lese gerne mal ein Jugendbuch, ein Thriller oder auch ein Fantasy-Roman. Aber so richtig akut schlägt mein Herz für Liebesromane. Also wenn der Autor mir in einem Buch vermitteln möchte, dass zwei Personen sich näher kommen und ich das Prickeln richtig spüren kann, ja, dann hat er mich. Also ich lese New Adult, Chick Lit, Romantic Suspense, alles, wo zwei Personen sich näher kommen, wo es prickelt und ich einfach das Gefühl habe, mich mit ihnen zu verlieben. Ich will richtige Dramatik und Leidenschaft in den Büchern spüren. Ich habe keine Lust, das Gefühl zu haben, ein und dasselbe Buch immer und immer wieder zu lesen. Das müssen keine ausgefallenen Geschichten sein mit den krassesten Settings oder den ausgefallensten Charakteren. Ich möchte einfach das Gefühl haben, dass die Geschichten echt sind, dass mir der Autor wirklich was zu erzählen hatte. Deswegen können das totale Mainstream-Bücher sein, aber es kann auch eine ganz kleine unbekannte Perle von einem Self-Publisher sein. Ich meckere auch manchmal gerne. Und da bin ich schonungslos ehrlich, denn wenn ich merke, ein Autor hat sich irgendwie in seinen Ausführungen verzettelt und das passt vorne und hinten alles nicht, dann sage ich das auch. Und ich versuche da aber immer ziemlich genau zu sein. Ich möchte euch beschreiben, was mir nicht gefallen hat und was mir gefallen hat, denn jedem sind andere Sachen wichtig. Jeder hat andere Vorlieben und was mein persönlicher Flop war, könnte euer Lesehighlight sein. Deswegen finde ich auch, man muss gar nicht immer derselben Meinung sein. So ein reger Austausch ist viel interessanter, als wenn man alles gegenseitig abnickt. Und deswegen freue ich mich auch total, wenn wir in den Kommentaren fleißig miteinander diskutieren können. Da ist jede Meinung erwünscht, denn jeder Leser ist ja unterschiedlich und das macht es doch erst so richtig aufregend, wenn wir dann in den Kommentaren miteinander diskutieren können über unsere gemeinsamen Leseeindrücke. Und ich freue mich da total über jeden Kommentar und vielleicht ja demnächst auch über euren. Bei
bei der dritten Booktuberin, die ich vorstellen möchte, haben wir nicht nur Bücher, nein, wir haben auch Pflanzen und Edelsteine. Und ich glaube, jetzt wisst ihr schon, dass von Sibby die Rede ist, vom Kanal Coyote Diaries. Und genau diese Mischung finde ich erfrischend. Wir haben hier ja im Grunde eine Pflanzenqueen, also Tipps dazu habe ich so viele schon von ihr genommen. Ich habe auch schon einen Ableger von meiner Monstera und andere und alles, weil sie das in wunderbaren Videos erklärt. Ich mag auch ihren Shop, wo es Edelsteine gibt. Finde es faszinierend, was sie ja so aus ihrer Leidenschaft herausbringt und natürlich auch ihre Bücher. Sie hat einen, ich finde, irgendwie sehr erwachsenen Geschmack. Und das finde ich tatsächlich wirklich sehr, sehr positiv, weil ich das auch super interessant finde, wie Leute auf Bücher aufmerksam werden. Und gerade bei Sibby hat man auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie sehr aufmerksam und sehr genau entscheidet, was bei ihr einzieht, was gelesen wird. Und das finde ich total faszinierend. Ich mag ihre Art des Herangehens an Bücher, wie sie darüber spricht, was sie darüber denkt, welche Weisheiten sie gegebenenfalls auch mitnimmt und weitergibt. Und ich mag eben diese Mischungen. Auch wir haben schon zusammen Büchlein gelesen und da war auch der Austausch richtig, richtig toll. Und ja, ich folge ihr wirklich super gerne, auch auf Instagram, wenn sie dann über ihr Meerschweinchen erzählt, oder jetzt sind es ja wieder zwei. Und ich mag das unglaublich gerne. Super sympathisch, herzlich und ja, macht mir großen Spaß zuzusehen. Und natürlich darf sich jetzt auch Sibby vorstellen. Hallo liebe Steffi und hallo liebe Abonnenten von Steffi. Ich freue mich sehr, dass ich Teil dieses Videos sein darf. Also schon mal vielen Dank an dieser Stelle fürs Fragen. Ich stelle mich mal einfach kurz vor. Ich bin die Sibby, also eigentlich Sibylle, aber so nennt mich ehrlich gesagt niemand. Ich reagiere da manchmal gar nicht darauf, weil ich Sibby einfach so gewohnt bin. Ich bin 28 Jahre alt, ich wohne in Köln, komme aber eigentlich ursprünglich aus Bayern. Und bin jetzt bei BookTube, wenn ich meine ersten Videos mal rausrechne, da hatte ich dann nämlich eine recht lange Pause, seit November 2018 vertreten, also fast 2 Jahre schon. Und ja, auf meinem Kanal geht es auch nicht nur um Bücher, sondern auch um Pflanzen. Das ist mein zweites großes Hobby. Ihr seht das auch schon ein bisschen im Hintergrund. Also bei mir in der Wohnung ist es sehr, sehr grün. Und ja, da gebe ich dann immer so ein paar Pflanzentipps, mache aber auch Pflanzentouren, zeige meine neuen Pflanzen, die ich so bekomme. Außerdem habe ich auch einen eigenen kleinen Online-Shop. Da verkaufe ich selbstgenähte Büchertaschen und Edelsteinschmuck. Hier zum Beispiel die Kette habe ich auch selber gemacht. Das macht mir total viel Spaß. Das ist einfach was, da gehe ich drin auf. Edelsteine waren schon immer ein großes Hobby von mir. Ich finde, das sind so richtige Schätze der Natur. Das macht mir einfach sehr viel Freude. Und was BookTube angeht, ich denke, das dürfte die meisten von euch interessieren als Abonnenten von Steffis Kanal, ist es so, dass ich auf jeden Fall meine Lesemonate abdrehe, Monat für Monat, dann aber auch Neuzugänge kommen immer mal wieder und dann auch Neuerscheinungsvideos. Also ich gucke dann immer, welche Bücher sind so interessant für die jeweiligen Monate und die stelle ich dann kurz vor, weil ich das auch immer sehr spannend finde, was uns Leser so erwartet. Ich muss sagen, dass ich überwiegend Thriller lese. Das ist so meine Genre. Ich mag das einfach total, wenn ich so mit hineingezogen werde, miträtseln muss. Das ist total mein Ding. Aber ich liebe auch alles an Literatur, was mich sehr zum Nachdenken anregt und mich inspiriert. Ich bin aber auch, was andere Genres angeht, ebenfalls sehr offen, würde ich sagen, auch wenn ich da teilweise wenig bis gar nicht lese, wie zum Beispiel jetzt im Bereich Fantasy. Da versuche ich auch immer was Neues auszuprobieren. Ich habe heute mal meine 2 Lieblingsbücher mitgebracht, also das sind wirklich meine absoluten Lebenshighlights, damit ihr so wisst, was mein Geschmack ist. Lustigerweise sind das beides keine Thriller, weil das halt auch meistens Bücher sind, die mich nicht so nachhaltig prägen, würde ich sagen. Bei den beiden ist aber genau das Gegenteil der Fall natürlich. Und zwar ist das zum einen Soweit die Füße tragen von Josef Martin Bauer. Da gibt es auch Verfilmungen dazu, ich glaube 2 Stück an der Zahl, eine sehr, sehr lange Version und eine kurze. Und ich muss sagen, dass ich dieses Buch das erste Mal in der 10. Klasse auf dem Gymnasium gelesen habe und es hat mich bis heute nicht losgelassen und das ist jetzt über 10 Jahre her, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, doch, weil es einfach ein Buch ist, was Stärke, Durchhaltevermögen, Fokussiertheit zeigt und ja, einfach die Kraft eines Menschen darstellt, wie man sich sie nie vorstellen könnte. Also ich war wahnsinnig fasziniert davon, auch von der Beziehung zwischen Tier und Mensch, muss ich auch dazu sagen. Und
das hat mich einfach nie wieder losgelassen. Ich denke, die meisten wissen, worum es in diesem Buch geht. Es geht um einen Kriegsgefangenen, der durch ganz Sibirien flieht und natürlich großen körperlichen und seelischen Belastungen ausgesetzt ist. Und es war für mich sehr schwer zu lesen, aber auch wahnsinnig inspirierend. Und ich habe letztes Jahr, oder war das dieses Jahr, nochmal einen Versuch gewagt, es wieder zu beginnen, zu beenden. Ich habe es dann nicht ganz geschafft. Vielleicht wird das dieses Jahr nochmal was, weil es ist wirklich ein wahnsinnig tolles Buch. Das andere ist Die Wurzeln des Lebens von Richard Powers. Das habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit gelesen. Und dieses Buch ist einfach der Wahnsinn, weil es Zusammenhalt zeigt, weil es den Einklang mit der Natur darstellt, aber auch die Hoffnungslosigkeit, der man ausgesetzt ist, in Anbetracht dessen, dass die Natur eben zerstört wird und man trotzdem aber daran festhalten möchte, für eine bessere Welt zu sorgen. Und es war für mich sehr emotional, das zu lesen. Es zeigte für mich, wie wichtig es für den Menschen ist, dass die Natur da ist, dass wir ohne die Natur nicht können, im speziellen Fall ohne die Bäume. Und das war einfach wirklich eine Hommage an die Natur, an die Bäume. Da hat der Autor einfach den Blick für das Wesentliche, für die Schönheit gezeigt. Und ja, dieses Buch zu lesen war einfach ein Traum, ein Erlebnis, wie ich es wirklich ganz, ganz selten beim Lesen hatte. Und ich habe mir auch ganz viele Zitate daraus geschrieben, weil es sehr metaphorisch ist, sehr bildlich und ja, definitiv eine Lektüre, die man nicht mehr vergisst. Also von mir auf jeden Fall auch hier eine ganz, ganz große Empfehlung. Ich muss sagen, dass ich mit dem Lesen nicht wie viele andere Booktuber sehr früh begonnen habe. Also als Kind bzw. Jugendliche habe ich so gut wie gar nicht gelesen. Meine Lesebegeisterung ergab sich dann erst so richtig nach dem Studium, würde ich sagen. Aber trotzdem habe ich mich auch total schnell hier aufgenommen gefühlt, bin froh, jetzt Teil der Bücher-Community zu sein und freue mich natürlich auch sehr, dass ich Teil dieses Videos sein darf. Also nochmal an dieser Stelle vielen lieben Dank, Steffi. Und wenn ihr möchtet, schaut gerne mal vorbei, falls euch vielleicht auch nicht nur Bücher interessieren, sondern auch Pflanzen, dann findet ihr da vielleicht auch was Spannendes und ich freue mich über jeden, der einfach mal Hallo sagt und den ich kennenlernen darf. Ja, also vielleicht bis ganz bald auf meinem Kanal. Macht's gut, tschüss! Und auch beim letzten Kanal, bei der lieben Anna vom Kanal Made by Anna, ist es so, dass ich ihr noch gar nicht so lange folge, aber sie unglaublich toll finde. Ich mag ihre Art auch, wie sie über Bücher spricht. Besonders interessant finde ich, dass man bei Anna sehr viele Tags findet, wo sie sich mit Highlights beschäftigt, mit Büchern beschäftigt, ihre Gedanken zu den Fragen wiedergibt. Und sie beschäftigt sich, finde ich, auch sehr gut mit ihren Sub. Also sie hat auch einige Tags oder Videos zum Thema Sub. Und das finde ich total spannend, dass man eben so einen Fokus auch auf die Bücher legt, die eben im Regal im Grunde ja schon stehen und man denen eben auch einfach Beachtung schenkt. Das geht ja doch ab und an mal vorbei. Ich mag diese Mischung aus Buchcontent und eben auch Tags, wo Fragen beantwortet wird, wo man ein bisschen was Persönliches erfährt und eben auch so dieser Fokus gefühlt irgendwie als Zuschauer auf dem Sub. Das mag ich super gerne. Zudem mag ich ihre Prise Humor sehr gerne. Sie hat auch immer mal so ein paar Videos, wo man einfach wunderbar drüber lachen kann und natürlich auch mit ihr drüber lacht. Und ich finde auch ihren Geschmack sehr speziell, sehr eigen. So mancher Tipp ist schon auch auf meiner Wunschliste gelandet und auch so manches Buch haben wir im Grunde ja miteinander gelesen, also wo ich dann auch ihre Gedanken dazu gehört habe, was ich super faszinierend fand. Und mir machen diese Videos einfach Spaß. Ich finde sie unterhaltsam. Es zaubert einem im Grunde auch so ein bisschen ein Lächeln aufs Gesicht, weil sie eben auch einfach so strahlt und das macht mir bei Anna und ihren Videos super viel Spaß und ist auch eine absolute Empfehlung von mir. Und natürlich nun auch das Vorstellungsvideo von Anna. Hallo liebe Steffi und hallo liebe Zuschauer von Steffi. Ich freue mich sehr, bei diesem Video heute dabei zu sein, also vielen Dank dafür. Ich heiße Anna und ich bin von dem Kanal Made by Anna. Mein Kanal gibt es erst seit diesem Jahr. Ich habe nämlich im April angefangen, selbst Booktube-Videos zu drehen und ich bin sehr froh darüber, diesen Schritt gewagt zu haben. Durch Booktube konnte ich schon super viele nette Menschen kennenlernen, wie auch dich, liebe Steffi. Ich liebe es, diesen Austausch hier auf dieser Plattform zu haben. Man kann sich gegenseitig inspirieren, sich aber auch Empfehlungen aussprechen und vor allem sich auch motivieren, gewisse Bücher vom Sub zu befreien. Wir kennen das alle. Hauptberuflich bin ich Schauspielerin und ich versuche so ein bisschen meinen Beruf mit dem Thema Bücher zu verbinden. Deshalb findet ihr auf meinem Kanal nicht nur Leselisten, Lesemonate, Unboxings
oder auch Buchtext. Ihr findet auch Videos wie zum Beispiel 10 Arten von Lesern oder Dinge, die Bücherwürmer niemals sagen würden. Und diese Videos machen mir einfach auch unglaublich viel Spaß zu drehen. Genres, die ich so am meisten lese, sind Krimis, Thriller, New Adult und Romane. Und eine meiner absoluten Lieblingsautorinnen ist auf jeden Fall Charlotte Link. Ich glaube, in jedem Video zeige ich ein Buch von ihr in die Kamera. Aber ich bin halt einfach so ein kleines Fangirl. Ansonsten lese ich super gerne die Bücher von Sebastian Fitzek. Durch ihn bin ich damals so ein bisschen auf diese Psychothriller-Schiene gekommen. New Adult-Liebesgeschichten oder Romane dürfen allerdings in meinem Regal auch auf keinen Fall fehlen. Ich brauche immer diesen guten Wechsel zwischen Thriller und dann wieder Liebesgeschichte. Wenn ich gerade so ein Gemetzle habe, brauche ich danach umso mehr eine dramatische, herzzerreißende, herzerwärmende Liebesgeschichte. Was ich auch super gerne mag, sind Buddy Reads. Ich finde es total schön, mit jemandem dasselbe Buch zu lesen und dann zu diskutieren, sich vielleicht über Protagonisten aufzuregen oder vielleicht auch zu fangirlen. Und vor allem kann das auch hier eine ganz coole Motivation sein, seinen Sub ein bisschen zu minimieren und Bücher vom Sub zu befreien. Ich hoffe, ihr konntet mich durch dieses Video so ein bisschen kennenlernen. Schaut gerne auf meinem Kanal vorbei, wenn ihr etwas Zeit und Lust habt. Ansonsten wünsche ich euch hier bei diesem Video noch ganz viel Spaß und einen wunderschönen Tag. Tschüss! Und das waren sie jetzt auch schon, meine 4 BookTube-Geheimtipps, die im Grunde wahrscheinlich gar keine so richtigen Geheimtipps mehr sind, aber einfach Kanäle sind, die ich super gerne schaue, die ich zum Teil neu entdeckt habe oder ja, so im letzten Jahr entdeckt habe und gerade zum Beispiel ja natürlich auch so den ein oder anderen dann schon persönlich kenne, wie zum Beispiel Sibi. Ich glaube, wir haben uns letztes Jahr ja in Münster mal getroffen und ja, das verbindet natürlich so ein bisschen die Buch-Community. Die Reihenfolge ist natürlich kein Ranking, sondern ich bin da tatsächlich so diese Statistikmädel und je nach Videoeingang kommt dann im Grunde das Ranking im Video zustande. Also die Bookfriends waren am schnellsten mit der Zusendung und dementsprechend sind sie als erstes auch im Video vorgestellt worden. Also nicht, dass ihr denkt, es ist jetzt irgendwie eine Rangfolge, das ist es nicht, sondern wirklich ja, irgendeine Reihenfolge muss man machen. Und ja, alle Kanäle findet ihr unten in der Infobox. Schaut gerne mal bei den 4 Mädels vorbei und lasst ihnen gerne ein Abo da und liebe Grüße von mir, sodass wir einen frischen Austausch in der BookTube-Community haben und ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr die 4 Kanäle, die 5 Mädels schon kennt. Das würde mich super interessieren oder ob ihr da jetzt wirklich auch einen neuen Tipp habt oder ob ihr jemanden empfehlen könnt. Dann natürlich auch gerne unten in die Kommentare. Lasst uns da in den Austausch kommen und ja, weil Buchtipps kann man einfach nie genug haben. Und das war's jetzt auch schon. Ich danke euch fürs Zusehen. Danke den 4 Kanälen, den 5 Mädels, ja, für ihre Vorstellung in meinem Video, denn nur so gefällt mir im Grunde mein Format mit am besten, weil es eben einfach doch ein bisschen interaktiver wirkt und ja, bin total happy, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank und wünsche jetzt euch allen einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.